könnt ihr schon sehen, hier im Hintergrund am Tweezerman-Stand wird Shanti gerade geschminkt von der Make-up-Artist Zara Feingold. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ganz viele Mädels hier auch schon drumherum. Und ich werde gleich mal Sarah fragen, was sie denn so für Produkte benutzt hat und was für Pinsel. Ich glaube, die haben bei Tweezerman auch einen veganen Pinsel. Also die haben sehr verschiedene geile Sachen. Sie haben eine Slant-Pinsette. Also die sind super ausgestattet. Ich gucke gleich mal, wie Shanti auch jetzt aussieht. Guckt mal. Wir versuchen es mal zumindest hier irgendwie durchzugehen. Shanti, zeig mal kurz dein Gesicht. Guckt mal, vielen, vielen Dank, Sarah. Das sieht großartig aus. Ich habe es noch gar nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, alle waren begeistert, dass es schön aussieht. Kannst du auch sagen, du siehst sehr, sehr toll aus. Ja, danke schön. Sarah, ganz kurz, was hast du für Produkte benutzt? Das war einmal von NARS und zwar Copacabana. Copacabana. Genau, und einmal das goldene Shimmer Pigment Enchanted Forest von MAC. Vielen, vielen Dank. Die Tweezerman Pinsel, das war einmal der Blender Pinsel und einmal der Pointed Foundation Pinsel. Seht ihr mal. Hast du auch eine Pinsette benutzt? Eine Pinsette habe ich nicht benutzt, aber auch kein Augenbrauengel. Sie braucht keine Pinsette. Entschuldigung. Auch nur ein Augenbrauengel. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Das sieht sehr toll aus. Und wir machen uns on to the next Stand.